Katan, Feuer bereit? Katan 1, Feuer! Katan 2, Feuer! Mein erster Besuch hier auf dieser Bühne war umgeben von Baggern, Planierraupen. Und da wurde sozusagen hier das Loch rein gebaggert, also in diesen Hügel, in diese also aufsteigende Wiese. Und wir sind das erste Mal dann mit Pferd über diese Bühne so getrabt, nicht, also gegangen oder geführt worden. Und das war damals der Gödeke Michels, also der Schlacker, Dietmar Lahen und ich und der Regisseur. Und daran erinnere ich mich unheimlich gern, weil da gibt es den wunderschönen Satz von Regisseur Norbert Wasserner, schon mit dem Pferd am Wasser. So als ob das nun also irgendwie wichtig gewesen wäre oder sowas. Ja, also das war es nun überhaupt nicht, aber man musste irgendwas sagen und dann hat man halt diesen Satz gesagt und ich sagte, nein, ich war noch nicht am Wasser mit dem Pferd. Und naja, dann sind wir aufgestiegen, haben hier so eine kleine Runde gemacht und haben uns das angesehen und vorgestellt, wie das wohl mal sein könnte. Und dass es dann also so wird, wie es jetzt ist, hat man damals nicht ahnen können. Man hat es sich gewünscht, man hat es gehofft. Und ich nenne das so mit Abstand, das war Glück, dass man das suchen konnte, dass man danach suchen kann, nach Glück suchen können, das ist für mich eigentlich Glück. Und das konnten wir und jetzt nach bald 25 Jahren kann man sagen, wir haben es geschafft, das Glück ein bisschen für sich, jeder selber, ganz unterschiedlich, aber zu finden. Und mein persönliches Glück ist es garantiert hier, also hier dabei gewesen zu sein, am Anfang das mitgemacht zu haben mit der wundervollen Familie Hick, also die das natürlich aus dem Leben, die Idee erst und dann auch das Materielle gestampft haben. Das ist einfach der schönste Teil meines Lebens. Ich kann mich ganz genau erinnern, ich bin unheimlich emotional, das merke ich jetzt. Fürchterlich. Gott. Als ich das erste Mal hier aufgeritten bin, war für mich die einzige entscheidende Sache, werden die Leute dich annehmen? Und dann kam der erste Applaus nach der Premiere und die haben das gemacht. Einfach göttlich. Und jetzt, wenn ich sage, das hat mit mir nichts gemacht, dann ist es so, ich bin verdammt nochmal schon so gewesen, immer. Ja, und dann ging das so weiter. Wir hatten im ersten Jahr 75.000 Zuschauer. War einfach göttlich, war wunderbar, war traumhaft. Die hatten ja auch noch zwei Vorstellungen am Tag. In der Nachmittagsvorstellung war gar keiner drin, gefühlt gar keiner aus heutiger Sicht. Jeder Zuschauer, der drin war, war schon für uns fantastisch. Aber damals eben war, wenn der Sommer schön war, dann waren die alle am Strand. Und hier waren irgendwelche Mütter mit Kinderwagen, die im Teilteam nicht so lange am Strand sein konnten. Und das war unser Nachmittagspublikum, vielleicht 300, 500, ich muss alles nicht stimmen, also das weiß ich nicht mehr genau, die Zahlen, aber das Gefühl war wichtig. Jeder Zuschauer, der drin war, es war ein Zeichen, es könnte klappen. Dann hatten wir im zweiten Jahr das verdoppelt, von 75 auf 140, rund 1000 Zuschauer. Und so ging das immer weiter. Und dass man dabei sein konnte, das mitgestemmt hat, das mitgemacht hat, wie gesagt, ich wiederhole mich, das war Glück. 97 war das, da war meine erste Enthauptung das Jahr, wo ich das erste Mal enthauptet wurde. Und da hatten wir in dem Stück, hatte ich einen Text zu sagen, der einfach für mich göttlich war. Das war so schön, eine Metapher. Hülle, da habe ich also meiner damaligen Frau in dem Stück einen Mantel gegeben. Und in diesem Mantel sollte sie... sie war schwanger in dem Stück, sollte sie das Kind einhüllen, das dann mal geboren sein wird. Dann hat sie etwas von mir. Und die Zuschauer wussten das, aber der Henker und die Bösen dort, also die aus Hamburg, wussten nicht, dass das Kind von mir ist. Ich habe damit also die Mutter und das Kind schützen wollen in der Rolle des Störtebeckers. Und diesen Satz zu sagen, und zwei Jahre später war das Kind dann da, und das Kind ist jetzt mein zweites großes Glück. Und das fing an in dieser Geschichte 97. Ja, einfach traumhaft. Also es fing als fiktive Geschichte an, so und ist wurde das. Dann real. Wurde immer realer, war Traum schon ein bisschen real. Und ja. Ihr hattet ein wirkliches ja. Kind. Ja.
Also das ist eine schöne, wunderschöne Geschichte, die auch nur stattgefunden hat durch Störtebeker. Also das ist eben also sozusagen das Vergrößerungsglas und darunter sind wir dann eben halt als Ameisen dort. Und eine Ameise kam zur anderen Ameise und dann sind wir als Ameisenhaufen dann sozusagen hier rausgegangen und einfach, ja, wunderschön. Ich kann mich hier austoben, ich kann meine Jugend, meine Kinderfantasien, meine Erwachsenenfantasien ausspielen, austoben. Man hat hier ein fantastisches Umfeld. Man wird geführt von einer Leitungsebene. Das ist einfach auch Glück. Sowas gibt es, glaube ich, ganz selten, dass man im Theater Theaterleute hat, die Verantwortung haben, die das so managen, wie die das gemanagt haben und immer noch managen. Also eigentlich könnte man sagen, das sind 25 Jahre Glück. Ich kenne kein Theater auf der Welt, kann ich nicht sagen, aber jedenfalls in Deutschland habe ich schon einige kennengelernt, das so funktioniert wie dieses und dass alle Mitarbeiter hier in diesem Theater so partizipieren können davon, so beteiligt sind daran, die kriegen so viel davon ab, weil das geschätzt wird von den Leuten dort oben. Die wissen das, wie wichtig die sind, wie der kleinste Mitarbeiter hier wichtig ist. Und das sollen die auch spüren und das spüren die auch. Und das spürt man halt auf der Bühne und das spüren die Leute dann. Du siehst ja, jedes Jahr kommen jetzt um die 350.000 und das musst du erstmal machen. Gab es auch mal was schief ging auf der Bühne? Richtig schief gegangen ist, wenn ich mich jetzt so ganz blitzschnell daran erinnern muss, nie was. Es gibt Pannen, die kriegen Zuschauer überhaupt nicht mit, so kleine Textverhänger oder Verdreher oder sowas oder mal ein Hänger oder sowas. Also letztens hatte ich einen, da fiel mir partout das Wort missbrauchen nicht ein. Missbrauchen fiel mir nicht ein. Da habe ich so eine Pause gemacht wie jetzt und dachte, irgendwas ist jetzt. Aber was das Schöne war, ich habe einfach einen Gang gemacht. Und der Gang, der war so, sage ich mal, gefüllt mit nichts, dass das so rüberkam. Es war Totenstille. Die wussten, irgendwas passiert. Jetzt irgendwas, was ganz Besonderes passiert da. Ja. Und dann fiel mir irgendwas ein, habe ich dann so drumherum gesprochen, um dieses Missbrauchen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da gesagt habe. Und es ging dann so, bis der Partner dann irgendwie sozusagen die Brücke begehen konnte und sagte, okay, das reicht wohl jetzt. Dann kam er mit seinem Satz dazu und dann ging das so weiter. Ja? Also das war eine Geschichte. Für einen selber ist es so, du hast ein schwarzes Loch in deinem Kopf, in deinem Gehirn. Das ist furchtbar. Aber es kommt eben halt nach außen nicht so rüber. So, das Allerschlimmste, was mir mal hier passiert ist, ich habe einen Stuntman mit einem Schwert verletzt. Durch einen Schlag auf den Kopf, so dass es blutete und der hatte da, wie wir dann, also die Bösen haben ja da meistens Mützen auf und ich sah das dann durch das, unter der Mütze kam dann plötzlich so hier Blut so raus und floss so über sein Auge rüber und er muss wohl gedacht haben, oh, das sieht bestimmt gut aus, das halte ich noch mal ein bisschen so hin, damit die Leute das auch sehen oder so, ja, weiß ich jetzt nicht, aber das war so das Schlimmste, was passiert ist, was mich betrifft, was ich gemacht habe. Und dann ist mir mal eine Schwertspitze hier in dieses Auge, so ganz dicht. Das war aber mein Fehler. Wir waren schon ziemlich sicher, da war eine Probe, war das. Und mir flog diese Sonnenbrille so beim Drehen weg. Und ich dachte, okay, das bist du schon clever. Und jetzt holst du dir die Sonnenbrille mal im Flug und ging so rüber. Und in dem Moment war aber verabredet, dass er an mir so vorbeisticht. Und ich ging mit meinem Kopf genau in diese Linie rein. Tack, und fing dann sein Schwert mit dem Kopf ab. Ging Gott sei Dank gut. Ich wusste gar nicht, dass der Knochen hier so viel ab kann. Der hat ja voll zugestochen. Der wusste, er sticht ins Leere. So, da kann man das schon mal machen. Ne? Und dann habe ich das aber mit meinem Kopf abgefangen und es ist glücklicherweise nicht ins Auge gegangen. Wie geht es meinem Pavel? Tätigt eure Geschäfte und erfüllt unseren Auftrag. Wir reiten! Auf der Insel hier zu leben ist einfach, also die Insel Rügen ist einfach traumhaft, weil die hat das ganz hohe. Also sage ich jetzt mal Binz als Nummer 1 oder sowas und auch vom Preis her. Und dann gibt es hier aber auch Fischerhütten, die eben ganz unten sind im Niveau. Da hast du noch nicht mal Wasser drin. Das kannst du dir ja auch aussuchen. Und das ist genau das, was ich so brauche. Mal das. Und wenn man das hat und das hier bekommt, ist es einfach ist wieder mal Glück. Applaus.